Schön, 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 schön. Kannst du eigentlich schwimmen? Wolf, Hund, ja, das dürfte gehen. So, wir müssen jetzt hier rüber. Ich nehme das Blaublatt aber noch mit. Kommen wir rüber. Müssten wir, ne? Ja, ich weiß nicht, was hier im Wasser alles lauert. Irgendwie muss ich die Bestie auch komplett zurück befehlen, oder? Da ist er schon wieder. Warst du nicht hier vorne gerade? Echt nicht? Ja, du. Aber da sieht man wieder, wie hundig der ist. ohne Scheiß, das muss einfach sein, das Streiche. Ja, es ist einfach nur so, dass man ihm zeigt, du bist mir wichtig. Ist er ja. Ja, ist mir wichtig. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht lange überleben. Oder die, die hier noch auf meine Hilfe angewiesen sind. Oh, ein Mammutschädel. So Mammut brauche ich auch noch. Kann bestimmt super drauf reiten. Egal. So, wir haben hier zwei Aktionen. Ja, mein Bestie kann auch erstmal wieder woanders hin gehen. Dann machen wir das erstmal hier oben. Oh, es ist ja ein richtiges Dorf geworden, WTF. Alles klar. Hallo. Markaka takar guar ti chaskaman chlausarsh. Machi winja guamarsh, aguapati pacharsh. Aish kauha damshamas, ulash waishwaida, winja cha ti chaya. Ja, Baum unser Dorf, ne? Dein Dorf ist als Zufluchtsort für Venger. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Danke. Fehlende Zutaten. Hier schaut. Ich glaube, die kriege ich hier nicht auf der Schnelle. Das wird schwierig. Warte, hier hinten kann ich, glaube ich, einmal rum. Zu dem Meister hast du dich gesehen. Ich muss mich für die Fähigkeit bedanken, dass ich Wuffi bekomme. Es geht, Digga. Schrasch, schrasch. Bau Schaugas. Winja Yisu Dijam. Ma samquai dausa. Ah, daiwa damshi. Hakrapi shayu kwayaka. Das ist gut. Die können wir sogar verbessern. Oder aufbauen. Balsayu.
Tensais Hütte verbessert. Belohnungen, Mission für Tensai, den Schamanen, Schamanfähigkeiten, 1500 XP. Gerne doch. Immer wieder gerne. So, uns fehlt uns Schilf, seltenes Löwenfell. Und die Bevölkerung muss erstmal hoch. Das kommt also später. Aber wegen den Fähigkeiten gucken wir gleich mal nach. Wir schauen erstmal, was wir noch verbessern können. Kann ich eigentlich an jeder Hütte nachgucken? Nee, ne? Ne, uns fehlt also Hirschfell. Da. Hier schaut, Entschuldigung. Mission für Sailor, die Sammlerin. Sammlerfähigkeiten. Fährten, Tarnung und Feuerfest. Und Nahrungsrezepte für Geschwindigkeitsbooster. Yay. Dann kriegst du Laufschuhe wie bei Pokémon. Du findest jeden Tag kostenlose Gegenstände in deinem Belohnungslager. 1500 XP. Ja, super. Dann würde ich mal sagen, drücken wir mal M. Hier schaut. Da, guck mal. Da ist unser Ziel. Hirsch. Guarpati. Ja, ja, du mich auch. Ja, 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 ist klar. Ich komme später nochmal wieder. Das sieht gar nicht so schlecht aus, das Dorf. Also, ich finde es schön. Ich hätte da früher auch gern drin gelebt. Kann ich mir wohl auch so einen Hirsch holen? Ach, ein Wuffi. Na du, was wird bei dir? Wir wollen uns heute mal Hirsche jagen. Bist du dafür in der Lage, oder? Warte mal. Was sich mit Hirschen auskennt, weiß ich jetzt gar nicht. Warum knurrt er denn? Ich bin blind, ich sehe nichts. War G. Hol's dir. Er muss ja fit bleiben, er muss ja in Bewegung bleiben. Das steht hier einfach rum. Alles klar, ist erledigt. Also fein gemacht. Jetzt müssen wir uns die Beute aber erstmal holen. Ja, ja, du. So, Nummer 1 hattest du hier irgendwo erledigt? Da. Und einmal hier. Da liegt's. Guck mal, sogar frisch gewaschen. Ja, schön, da freuen sie sich. Da freuen sie sich tierisch. Holt's ihr?
So, ob hier wird's gefährlich. Hier sind nämlich auch Krokodils. Da will ich aber nicht hin. Oh, Wolfie, was ist los? Oh mein Gott. Es. Nein. BTF. Was war das denn? Was gut bei dir? Hallo? Ich kann dich nicht streicheln. Bist du verstört? Ich muss dich doch erstmal streicheln. Ich dachte schon, ich habe ihn jetzt völlig zerstört, wollte ich schon sagen. Völlig verstört. Ich habe hier was zum... Ja, stimmt, zum Bauen. Ja, genau. Vorher machen wir mal ganz kurz Fähigkeiten. Ah! Wildkatzen zähmen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Wildkatzen. Bomben abwerfen, ja. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Töte die meisten gewöhnlichen Feinde, kann eingesperrte Tiere befreien. 80 Sekunden Ausruhzeit. Gut, machen wir erstmal das. Und gut ist. Jetzt kann ich ja theoretisch im Bestienmenü mal gucken. Ich kann jetzt Wildkatzen freischalten. Ja! Ein Leopard. Höhlenlöwe. Jaguar. Erstmal auf der Map gucken, wo gibt es die Viecher? Alles klar. Da hinten. Am Arsch der Welt. Wir können mal gucken. Dass wir mal hier hingehen. Von da aus können wir dann zurückgehen. So. Machen wir so. Komm mit, Wolfi, wir haben ein großes Ziel vor Augen. Aber ich will nicht schwimmen. Ich will nicht von Krokodilen gefressen werden. Die kann man nicht zähmen. Wird einem auch nicht viel helfen. Jo, was ist denn hier los? Ach, egal. Kommt man hier rüber? Nee, kommt man nicht. Da oben will ich aber nicht hier. Komm, beim nächsten Mal darfst du jagen. Ich will nicht wissen, wo er jetzt entlang läuft. Ich schau mal. Schwupp. Ist er plötzlich da. Alles klar. Da hätte ich es beispielsweise besser gefunden, wenn er irgendwie von irgendwo von der Map her angelaufen gekommen wäre. Hätte ich besser gefunden. So, ein unbekannt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Zähme ich mir den Kleinen hier. Was meint ihr denn für Geräusche? Na, bist du jetzt bei mir? Komm her. Dann lass dich auch erstmal anschauen. Ja, du. Hm? Oh, ganz blutverschmierte Schnauze. Dich müssen wir erstmal waschen. Ja, Mann. Verdasjuwelier.
Verdarst die Höhle, gehen wir mal rein, schauen wir mal. Ich finde es gut, meistens braucht man diese Lampe nicht. Ist ja schon am Auseinanderfallen. Pilze, Pfefferlinge, yay. Noch so ein Viech. Was ist denn los, Kleiner? Hm? Verseuchtes Gebiet, hier gehen wir nicht reinkommen. Da gehen wir lieber zurück. Komm, du willst doch wohl nicht drauf gehen. Ich habe Lust, noch was zu zähmen. Weiß auch nicht. Gerade Lust irgendwie zu. Gucken wir mal eben gleich ein bisschen nach, was wir noch haben, was wir noch brauchen. So, wir haben jetzt ihn. Wir haben aber noch keinen seltenen Rothund und auch keinen Wolf. Schauen wir eben. Ja, genau, Map war richtig. Dass wir hier mal zurückgehen. Mal ganz kurz gucken, was hier dieses Blaue ist. Das nehme ich noch mit. Die Hand nehme ich mit. Yay. Wir haben einen Fähigkeitspunkt frei, jawohl. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Jo, den. Zack, leeren. 2 von 100, jawohl. Haben wir ja schon fast geschafft. Komm, den schnappen wir uns. Heilige Scheiße, ist der schnell. Komm her. Ja, egal. Ist egal, hast du gut gemacht. Das Wildschwein war schneller. So, in dieser Folge möchte ich mal eben noch das Haus aufbauen. Bei der nächsten Aufnahme, da hole ich mir auf jeden Fall einen Jaguar oder sowas. Ein richtig weiteres, dickes, fettes Viech, was einfach alles wegfetzt. Und eventuell gut im Fangen ist, also so Beute holen und so. Komm her. Wo willst du? Ja, ja, hast du trotzdem gut gemacht vorhin. Nicht, dass du böse auf mich bist, weil ich dich nicht streiche. Also hier kommt man auf jeden Fall nicht hoch, hier ist Ende der Map. Schnapp's dir. Ich weiß nicht, irgendwie bist du nicht zum Jagen geeignet. So ein bisschen so als kleiner Hund zum Mitnehmen. Das ist gut, aber zum Jagen. Bestienkill. Ja, so fein gemacht. Hm, du? Du hast sehr interessante Ohren. Ist hier irgendwas?
Hier ist nur so ein Beutel. Den will ich mir aber jetzt nicht holen, wer weiß, was hier drin ist. Also irgendwie nervt unten rechts das Symbol, dass ein Haus gebaut werden kann, dass man alle Sachen dafür hat, irgendwie so ein bisschen schon. Ich weiß auch nicht. Ja, man kann sich selber anzünden. Ich wollte das mal testen. Ob man sich selber so ein bisschen anburnen kann. Und ja, kann man. So, meine Bestie dürfte jetzt gleich wieder weglaufen. Dürfte schon weg sein, genau. Auch eine große Hütte hier. Na, haben sie hier einen Eingang gelassen? Haben sie. Perfekt. Was geht ab, meine großen Sisters und Brassers? Jawohl, ich bin wieder da und ich möchte jetzt ein Haus fertig größer bauen. Nee, überhaupt bauen. Ist ja noch gar nicht da. Schwupp, da steht's schon. Sylas Hütte verbessert. Belohnungen. Missionen für Syla, die Sammlerin. Sammlerfähigkeiten. Fährtentarnung, Feuerfest und Nahrungsrezepte für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlose Gegenstände in deinem Belohnungslager. 1500 XP. Genau, erstmal klauen. Bei den Nachbarn klauen. Das können wir nicht mehr verbessern. Echt nicht. Genau, klettern wir mal hoch. Das war schlecht. Damn. In die Höhle muss ich. Echt? Dann machen wir das nochmal fix. Belohnungslager öffnen. Voll, voll. Nur eins. Ah, 3 von 4. Ah, nee, lass mal. Voll, auch voll, auch voll. Keulengürtel. Voll, ich geh kaputt. Auch voll. Wow. Ich muss schon sagen, die ist irgendwie immer gruselig. Der nächste Tag. Die täglichen Rohstoffe sind wieder da. Schön. Seltene Pflanze. Yay. Das ist schön. Ich bin so ein Idiot. Keulen sind schnelle Waffen, mit denen, die mit einem Schwung mehrere Ziele treffen können.
Speere sind langsam, aber schlagkräftig und treffen Ziele direkt vor dir. Sie sind effektiver, wenn sie geworfen werden. Für schweren Angriff, linke Maustaste drückt halten und dann loslassen. Betäubt Gegner, die richtig großen Schaden. Betäubt Gegner und richtet großen Schaden. Brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Alles klar! My marchasar, Winjamana, Ulaikwa, Shuta, Marita. Dich überlasse ich jeden. Den Stab. Also noch mehrere von denen. Sehr schön. Da sind noch mehr. Du lässt meine Bestie in Ruhe. Oh. Gescheitert? Nein, Bestie hier. Lass mich raten, ich hätte warten müssen, bis die kommen. Die sind wahrscheinlich von der anderen Seite eingefallen. Ah. Hier für dich. Höhlentor. Was zum Henker ist das Höhlentor? Ein Pfeil. Nein. Lazio!
Du nimmst die, ich nehme die. Kopfschuss. Udam Shanti Ati. Uhaya Takara. San Marwahuana. U Arsh Shazdarwa Guijar. U Winja Dwayai. Ja. Sehr schön. Machst du super. Ja, machst du toll. Machst du toll. Hm? So, wir müssen noch ein bisschen, okay? Alles klar? Dann würde ich sagen, komm her. Obwohl, warte mal. Das können wir theoretisch sogar in der nächsten Folge machen. Gut, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da laufe ich jetzt nicht noch hin. Ich würde sagen, ja, gut. Das war's erstmal heute mit Primal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag weiterhin noch. Wenn die nächste Folge schon raus sein sollte, könnt ihr da gerne einschalten und das Ganze auch noch nachverfolgen. Dann greifen wir auf jeden Fall da an und dann machen Wolf und ich die fertig. Und dann machen Wolfi und ich die fertig. Dann holen wir uns vielleicht noch so einen Jaguar oder sowas hier hin oder so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das wird aber wieder eine große Aufnahme werden. Dementsprechend ein paar Folgen wird es dann wieder dauern. Alles klar. Ja, alles gut, alles gut. Wolfi sagt auch nochmal Tschüss. So. Jo. Komm, sag nochmal Tschüss. Ja, genau, das ist fein. Das ist fein. Alles klar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.